Also fahren wir als normalen Trail, nicht als Downhill-Strecke. Wirklich, ihr seht hier immer easy peasy. Hier kann man, glaube ich, auch, ja. So, also das EMTB-Testbike von BH Bikes, X-Step, Carbon, Shimano Motor, ja, rockt auf jeden Fall, 29 Laufräder, schön wendig. Ja, jetzt Tourenmission Sattel oben, was steht jetzt auf dem Programm? Willingen, und zwar die World Cup Downhill-Strecken für Tourenfahrer. Also Sattel oben, jetzt erstmal der erste Berg, habe ich den Motor noch nicht an, aber für die paar Meter reicht das. Also liebe Leute, ich möchte euch ermutigen, man muss kein Pro sein oder irgendwie krasser Fahrer, um die Downhill-Strecke in Willingen zu fahren. Für die Sicherheitsgründe sollte man aber hier im ersten Teil vor allen Dingen wissen, wo welche Linie fährt man, dass man nicht aus Versehen in irgend so eine Kante runterfährt, die man nicht erwartet hat. Eine zu hohe Dropkante, die aus dem Nichts kommt. Und dann im Waldstück immer die Linie, wo man nicht die krassen Sachen. Also ich fahre jetzt auch wirklich immer die sogenannte Chicken Line, sagt man so im Bikepark-Jargon. Nicht die Hauptlinie mit den Gaps und Sprüngen. Ich will euch zeigen, dass die Downhill-Strecke auch für normale Touren- und Trailfahrer mit fortgeschrittenem Können natürlich, also keine, die nur Flow-Trail fahren oder nur, man muss schon technische Trails auch mögen, aber da passt sie. Okay, lang geredet, los geht's. Und ja, der Kleine, der Drop ist nicht so hoch, wie er aussieht. So, man muss die Tables hier auch nicht springen, mache ich jetzt auch nicht, einfach drüber rollen und gucken, hier sind immer so ein paar Steine. So. Und jetzt kommt hier so eine Stelle, da sollte man wissen, wo man fährt, in der Mitte oder an der Seite, nicht rechts bitte. Genau, weil da kommen so blinde Kanten. Das gleiche ist immer jetzt, man fährt hier so hoch und ich weiß halt, wo man fahren kann hier, dass man nicht aus Versehen eine Kante fährt, die, auf die man, mit der man nicht gerechnet hat. Also fahren wir das als normalen Trail, nicht als Downhill-Strecke. Wirklich, ihr seht hier immer easy peasy. Hier kann man, glaube ich, auch, ja. So, oh, hier ein bisschen matt. Oh, eine Pfütze, ja. Ich sau mich ja mal ein, aber für eine Pfütze sau ich mich nicht ein. Okay, hier kann man gut fahren. So, die Strecke ist echt sehr gut fahrbar, seht ihr ja. Hier wird jetzt ein bisschen waldiger. Man muss ein bisschen gucken bei Netze, dass man nicht irgendwie blöd über eine Wurzel wegrutscht. Habe ich schon mal live miterlebt, wie das jemandem passiert ist hier. So aus dem Nichts mal eben so weggeslidet hier auf so einer Wurzel. So, jetzt kann man links oder rechts an der Hauptstrecke, hier seht ihr, das ist die Hauptstrecke, kann man links oder rechts halt immer so Trail fahren. Also ich nehme hier nochmal einen kleinen Droppi mit und dann gucken wir mal, hier kann man auch ein bisschen Gaps üben oder so. Ich nehme jetzt mal hier die linke Linie. Hier ist so ein bisschen wurzeliger, also auch bei Nässe natürlich aufpassen. So, aber es ist nicht mehr so nass. Kann man hier gut, oh, das Fahrwerk ist ja Butter. Nice, I like it. Also ich fahre hier nicht als Downhiller runter, sondern als, uiuiui, als normaler. Gucken, kommt kein Downhiller, die hört man immer, die Downhiller. Das scheppert, wenn die kommen. So, hier seht ihr wieder, da ist die Hauptstrecke und hier links daneben ist hier so ein normaler Trail. Ja, und es macht auch Spaß. Ich meine, das ist halt ein technischer Trail. Wenn man nicht immer nur Flow, 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 Flow haben will. So, hier eine kleine Stufe drin. Manche denken halt, man kann die gar nicht fahren, weil es eine World Cup Strecke ist. Aber wie gesagt, man hat so viele Lines hier. Und die Fortgeschrittenen bomben halt hier runter und springen das Roadgap. Das will ich zwar auch nochmal machen, aber heute nicht. So, schön Gewicht auf die Füße, nicht so auf dem Lenker lehnen. Okay, so. Und hier am Roadgap vorbei. So. Jetzt werdet ihr sehen hier, das ist das Roadgap. Ja, wenn man im Winterberg die Sachen springt, geht auch. Man muss halt gut reinladen, dass man nicht zu weit springt, weil man da so ein Flat, dann, weil dann kommt schon der nächste Anlieger. Ich fahre jetzt weiter und bis zur Hütte und dann wechsle ich auf den Flow Trail. Also, wieder hier ganz nette Linien fahren. So. Hier durch eine Off-Camber-Kurve, ganz witzig, kann man mal so Fuß rausnehmen, so Sam Hill-Style. So, okay. Also, der Rest der Downhill finde ich nicht so
spannend für normale Biker. Dann lieber jetzt hier, auch damit ich zum anderen Lift komme. Hier kann man so rüber wechseln, Sattel machen. Und dann kann man hier so einen Parallelweg hier einmal am legendären Wilddieb vorbei. Hier war ich auch, als der World Cup 2005 und 2006 war, auf den legendären Partys. Siehst du, ich bin auch schon alt geworden, dass ich mich daran erinnere. Hier sonst im Winter, alles Winter Wonderland, Skilifte. Okay, ich spule vor, ab zum K1 Lift. Also da ist der K1 Lift, den habe ich gerade passiert, drunter hergefahren. Ich komme von der Downhill, die ich als Tourenfahrer, Trailfahrer genommen habe. Dann würde ich sagen, jetzt direkt auf dem Flow Trail. Flow oder Flow Country, ich guck mal, was gerade gut aussieht. Also. Nee, Freeride war ich eben schon. So. Flow Country, Flow Country, sieht gut aus. Einmal hier rüber. Also den kann man immer Spaß haben. Kleine Tables und Anliegerkurven. So, slow, oh, slow, wenn der schon slow steht, dann haben sie da, okay, das da, okay. So, ich kann mal durchblasen, so. Wenn man zu langsam ist für Springen, dann kann man die so absurfen. Das sollte aber schneller sein. Ja, geht doch, geht doch. Mann, hoppala. So. Oh, da ist ein Loch. Ah, komm, noch ein bisschen Tempo hier. Na komm schon. Tempo. Tempo. Und ein kleiner. So. Okay, also. Das werdet ihr kennen. Jetzt kommt dieses Anliegermassaker. Da sind 100 Anliegerkurven am Stück und dann nochmal 100. Ja, wenn man es mag, ne? Warum nicht? Wenn man Anliegerkurven üben will, ist auf jeden Fall cool. Trotzdem fehlen halt irgendwie Tables oder sowas. Aber das liegt daran, weil die sehr eingeschränkt hier bauen durften. Die hatten da keine Freiheit, dass sie die Strecke so bauen können, wie sie wollen. Das ist einfach nur ein Verbindungsstück, ja. Keine richtige Strecke. Aber wie gesagt, zum Anliegertraining ist doch ganz cool. Kann man hier so ein bisschen so, tschu. Oh, da sind die Bremslöcher. So, jetzt seht ich, versuche jetzt meine innere Linie. Mal innen rein und dann hinten so auffangen lassen. Ja. Okay, erstmal hier hochziehen und dann runterziehen. So ein kleiner Mini-Table, naja. Jetzt Sattelstütze, oh. Sattelstütze hoch. Als Tourenfahrer. Oh, so. Jetzt habe ich gerade noch nicht auf Eco. Na, das ist ja ein Shimano-Motor, kann man auch mal gut ohne Motor fahren. Das ist echt ein cooles Feeling. So, jetzt gucken, dass nicht so zerbombt ist. Hier könnte man eine Wurzelstrecke fahren kurz. Wir bleiben mal auf der Flow. So. Jetzt sind die Anleger viel kleiner. Also wer hier noch nicht war, kurz den Modus wechseln. Nicht jetzt direkt so fahren wie die großen Anleger. Hier habe ich schon viele Stürze gesehen. Oder Leute, die da lagen. Weil sie aus dem kleinen Anlieger rausgehauen hat. Das ist echt krass. Also dann lieber ein bisschen hier durchkarven. So. Jetzt muss man aufpassen, wenn man noch nicht fortgeschritten ist, dass man nicht sofort die Pro-Line macht. Das habe ich auch schon oft gesehen, dass das Leuten passiert ist. Lieber dann hier in der Mitte oder so. Oder hier ganz links. Das frei. Oh ja, oh ja. Naja. Das ist aber hier. So viel dazu. So. Immer links, rechts gucken, ob jemand kommt. Also, haben sie ein bisschen Löcher gestopft. Hier auch nicht schlecht. Ab zum Lift, würde ich sagen. Immer gucken, links, rechts, frei. Ah ja, haben sie hier ein bisschen neu gemacht. War so viel Regen hier, du. Das sind Erosionen.
So, hier sind wir. Also, schön nochmal hoch jetzt. So, liebe Leute, ich lasse die Kamera mal so, weil dann der Ton einfach besser ist wegen den Windgeräuschen. Ihr seht hier die Karte. Ich glaube, die ist ein bisschen veraltet. Ja, ist sie auf jeden Fall, weil da noch nicht die Flowtrails drin sind. Also da, wo die Freeride-Strecke ist, da sind halt auch die Flowtrail, Flow-Country-Trail. Und vom Waldhotel geht es dann runter, wo Köhlerhütte steht. Da ist jetzt der K1-Lift, der ist auch noch nicht drauf. Und hier ist die Weltcup-Downhill-Strecke. Also, boah, 2008 ist die Karte. Okay, die ist noch echt was älter. 2005 und 2006 war hier der World Cup, gewonnen haben Steve Pete und Greg Minard. Und Greg Minard übrigens mit 39 Jahren gewinnt immer noch World Cups. Also Legende. Erwin Gwynn hat die auch schon mal gewonnen. Auf der legendären Weltcup-Strecke, gebaut von Didi Schneider. Damals, als die neu war, war die einfach nur krass. Und ihr seht, da war auch oben überhaupt noch Wald. Weil Kyrill hat dann nachher ganz viel weggepustet. Anfang 2007 war das. Aber checkt mal auf YouTube Willing World Cup 2005 und 2006. Spannende Zeiten auf jeden Fall. Und Hochleistungssport auch damals schon. Ja, sieht auf jeden Fall super aus. Und ihr könnt hier mit eurer Familie gut hin. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Video.